Okay, ich darf das nicht länger laufen lassen, leider. Ich würde es euch weiter vorsingen. Das ist ja auch wieder richtig gut aufgebaut, meine Kamera. Ich sehe schon, komm, die liegt gleich wieder auf dem Boden. Aber ist egal. Und der Song, der war übrigens von Jascha. Mit Jascha habe ich zusammen meinen allerersten Frühling-Dreh vor 6 Jahren gehabt. 2017. Er hat da mit mir zusammen gespielt und damals hat er schon gesagt, dass er unbedingt Musik machen will und hat uns da auch schon immer was vorgesungen und so. Und das war so schön und ich bin so froh, dass er endlich eigene Musik macht. Leute, schaut auf jeden Fall mal unbedingt vorbei. 2 oder 3 Songs draußen und 2 davon höre ich wirklich in Dauerschleife. Einmal Freddy und dann seinen ersten Song Lüg mich an. Ich schwör's euch, die sind so gut. Hört sie euch an. Jetzt gerade bin ich wieder auf dem Weg nach Köln und werde jetzt zum Lasern fahren. Ich habe mich nämlich angefangen lasern zu lassen, also meine Haare lasern zu lassen an meinen Achseln und in meinem Intimbereich. Und heute machen wir vielleicht auch noch die Beine. Letztes Mal ging das nicht, weil ich kurz danach in Urlaub gefahren bin. Und man kann nicht lasern an Stellen, wo viel Sonne dran kommt. Es ist so krass, was für einen Unterschied ich schon gemerkt habe. Man muss das zwar, ich glaube, 6 bis 8 Mal machen, immer in einem Zeitraum von 6 Wochen. Und es tut auch ein bisschen weh, not gonna lie, aber es ist so krass worth it. Ich musste, bis ich das erste Mal lasern war, wirklich unter meinen Achseln jeden bzw. jeden zweiten Tag rasieren, weil man es immer sofort wieder gesehen hat. Mittlerweile, ich schwör's euch, ich muss einmal die Woche muss ich da drüber gehen. Da fahre ich jetzt hin und ich freue mich sehr darauf und ich nehme euch mit bei den Schmerzen. So, ich habe jetzt die ganze liebe lange Autofahrt noch mit Joey telefoniert und jetzt bin ich endlich da. Ich muss mal kurz gucken, wo das nochmal ist. Hier. So. Es ist so krass, ich liebe im Moment diese sleek Hair Looks, aber wenn man von vorne guckt, sieht man halt wirklich einfach aus wie so ein Ei, ne? Aber ist egal, ich müsste meine Haare waschen und deswegen ist das die wesentlich bessere Option, als meine Haare zu waschen. Hä? Ich liege auf der Liege, ich bin bereit, meine Achseln verkohlt zu bekommen. Ich habe jetzt kein Deo drauf gemacht heute, war wahrscheinlich richtig, oder? Okay, gut, so. Man sieht, na gut, man sieht eh nichts, ich musste gestern rasieren. Und das wird jetzt wehtun, aber ist mir egal, es lohnt sich. Warum kommt das nochmal drauf? Das ist zum Gleiten in der Klasse. Ein bisschen kalt. Mhm. Ein bisschen weiß. Ja. Geht's? Ja, geht. Und riecht wieder nach Popcorn. Ja. Genau, noch einmal drüber. Fühlt sich das genauso an, wenn man sich Tattoos entfernen lassen würde? Habe ich noch nie gemacht. Aber ist auch mit so einem Laser, ja, oder? Das ist auch mit so einem Laser, aber das ist, glaube ich, noch schmerzhaft. Oh, okay. Ich finde, das ist wie so eine kleine Nabelschicht. Lasern ist fertig. Meine Haut ist noch so ein bisschen rot hier außen rum, weil ich irgendwie gegen dieses Aloe Vera Gel mal wieder allergisch war. Keine Ahnung, was mit meiner Haut ist. Ich check's nicht. Es ist so, mal bin ich allergisch gegen Aloe Vera Zeug, dann wieder nicht. Also es ist so komplett unberechenbar und macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich bin jetzt gerade noch tanken und jetzt fahre ich zu Joey. Ich freue mich richtig krass. Ich habe vorhin mit ihm ja im Auto telefoniert und dann meinte er so, ey, wenn du Bock und Zeit hast, dann komm noch auf einen Kaffee vorbei. Also auf Joey habe ich keinen Bock, aber der macht halt echt guten Kaffee, deswegen nutze ich ihn jetzt einfach dafür aus. Nein, Spaß. Ich liebe Joey und ich vermisse Joey schon. Ich habe Joey jetzt, ich glaube, über eine Woche nicht gesehen und es ist für im Moment irgendwie ganz schön lang sogar. Es ist ganz crazy. Wir sehen uns richtig oft und wir nehmen ja die ganze Zeit auch Podcasts zusammen auf. Deswegen freue ich mich jetzt, zu Joey zu gehen und mit ihm zu quatschen. Und es tut jedes Mal nur noch mehr weh, wenn man tanken geht, weil dieses Auto hat so einen riesigen Tank. Ich fahre das immer fast leer. Dann ist jedes Mal tanken einfach nur schmerzhaft, weil es dezent teuer ist. Aber dafür muss ich auch ganz schön selten tanken. Also so schlimm ist es dann doch nicht. Seht ihr, was ich meine? Aua. Hi. Ich wollte dich ärgern. Hallo! 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 Hallo, komm so rein! Hallo! So Leute, Joey muss mir jetzt meine Saftschorle machen. Ich wollte auch gerade sagen, du faule Sau, dass du da so sitzen bleibst. Nein, ich stehe natürlich dann doch irgendwann auf. Soll ich Tutorial geben? Du gibst jetzt Tutorial und du kannst jetzt so machen, was du denkst, wie es tatsächlich ist. Okay, Tutorial, wie Julias Dreamsaft aussieht. Mhm. Das kannst du eigentlich nicht Saft nennen. Julias Ekelgesaft heißt das. Oh nein, das ist ein Dreamsaft. Apfelkirsch haben wir hier. Du machst jetzt noch Werbung hier in meinem Vlog oder was? Das haben wir aber nicht so abgemacht. Wir nehmen irgendeinen Saft und jetzt mach mal hier so, naja, ich sag mal 20 Milliliter rein. So, ich glaube, naja, es könnten auch 40 sein. So, und jetzt nehmen wir hier unser gutes Leitungswasser, gekühlt, und füllen das auf. Und ich weiß jetzt schon, dass Julia jetzt sagen wird, das ist mir viel zu viel Saft. Ich habe gerade schon gedacht, das ist eine Menge. Ich teste mal. Aber der ist schön mild.
Oh doch, perfekt. Aber weißt du, was jetzt noch perfekt wäre, Julia? Was? Pass mal auf. Jetzt zeige ich dir den richtigen Geheimtipp. Oh mein Gott. It's called, nee, das ist nicht so schön. It's called Ice Cubes. Oh mein Gott, das ist ja voll krass. Was und, ist das? Und die kannst du jetzt hier so nehmen. Das ist quasi gefrorenes Wasser. Das habe ich noch nie gesehen. Ey, und du wirst nicht glauben, was für einen heftigen Effekt das jetzt gleich haben wird. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. So, wir nehmen ungefähr 4 bis 5, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du es schön haben willst, dann 5. Okay. Komm, 5. Ich möchte es schön haben. Ja, würde ich auch sagen. Das sieht schon aus. Das ist der Wahnsinn. Ich muss ehrlich sagen, jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Ich will es auch haben. Sieht toll aus, ne? Du kannst es gleich mal probieren. Und dann sagst du mir, ob es dir auch so gut schmeckt. Mmh. Vor allem, wie du auch schon. Du hast doch nicht mal geschmeckt, Julia. Doch, es ist viel kälter jetzt. Krass, diese Eiswürfel. Hier, ja. Probier mal. Schmeckt wie abgestandenes Wasser. Ja, und ich liebe das. Dankeschön. Aber weißt du, wie es noch besser schmecken würde? Hm. Mit Light, mit. Mit Sprudelwasser? Mm-mm. Nee? Nee, dann ist es nicht mehr so abgestanden. Das ist so weird, ey. Ich find's wirklich, ich find's geil. Das ist, ich mag auch abgestandenes Wasser. Also nicht Wasser, das schmeckt's ja nicht. Abgestandenes Wasser aus meiner Gymflasche von gestern hätte ich auch noch. Nee, danke. Aber so abgestandene Cola und so, weißt du, die so... Ohne Kohlensäure, ja, und so. Ja, finde ich geil. Du bist ja eine Widerliche. Ich sag's jedes Mal wieder. Ich weiß. Es ist doch okay. Jeder hat seine Eigenarten. Lass mich leben. Aber willst du jetzt auch noch ein Käffchen? Ich will auch noch einen Kaffee, ja. Echt jetzt auch noch? Ja, schon. So einen richtig geilen Flat White? Ja, so einen richtig geilen Flat White. Oh, und das ist das Schlimme an diesen Dingern, dass die auslaufen. Jetzt ist mein ganzer Boden nass. Tja, hätte man mal so einen coolen amerikanischen Kühlschrank wie ich. Hatte ich und dann bin ich umgezogen und musste ihn dort lassen, weil er meinem Vermieter gehörte. 3 Stunden später. Ich werde jetzt hier umfunktioniert als Passbildfotografin. Wir machen jetzt hier in dieser Küche einmal ein Passbild von aber Joey. Weißt du auch die Kriterien? Das muss dann auch wirklich da genommen werden für meinen Pass. Ja, ne? Ich kenne die Kriterien. Sicher? Safe. Ja, ich habe letztens noch von meiner ganzen Familie habe ich Passbilder gemacht. Echt jetzt? Mhm. Ich bin Passbildprofi. Das Ding ist halt, Joey will jetzt einfach, dass ich mich hier auf seine Drecksküche setze. Boah, womit habe ich das verdient? Ich habe hier ein wunderschönes pochiertes Ei gerade gemacht. Ja, es war wirklich, es war sehr lecker und es war vor allen Dingen sehr... perfekt. Ja, es war perfekt. Es war sehr professionell, muss ich sagen. Perfektioniert. Das habe ich drauf. Wenn es um Eier geht, bin ich Profi. Okay. Dieser Kühlschrank ist einfach die einzige weiße Wand, die der Herr hier im... Na, die nicht vollgestellt ist. Ja. Okay. Probier einfach mal. Vielleicht musst du weiter weggehen. Warte, Brust raus, ne? Das ist immer gut. Meine Haare gefallen mir nicht, Julia. Nein. Da muss ich nochmal ran. Also eigentlich sieht's gut aus. Hübscher Bursche, du. Ja. Mensch, ein Sahneschnittchen. Guckt euch das mal an, Leute. Ein kleiner Hottie. Hä, im Spiegel sehe ich besser aus. Im Spiegel siehst du besser aus? Was hast du da komisch gemacht? Jetzt bin ich schuld. Ja, aber genau. Also ich finde die Haare gut. Das hat sich auch nicht viel geändert irgendwie. Nee, ich muss nochmal ran. Okay. 3 Stunden später. Es läuft. Leute, ihr könnt mich ab sofort buchen. Passbildfotografien in Joys Küche. Julia fragt gleich von dir. Ja. Bitte. Tada! Wir treffen uns. Haben wir. War gut. Krass. Hallo, liebe Julia. Hallo, liebe Nadine. Was machen Sie hier in diesem Zit? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich warte relativ viel, beschmiere mich mit Schnitzelfett. Und zwischendurch muss ich mal ein paar Sätzchen sagen. Würden Sie das weiterempfehlen? Ich würde das absolut weiterempfehlen. Haben Sie besondere Fähigkeiten, die Sie zu diesem Job gebracht haben? Ja, warte, ich zeig dir. Und ich kann auch den. Na? Aber das war's dann leider mit Talenten. Das reicht aber. Aber eine große Palette an Fähigkeiten, die Sie hier präsentieren, vor allem so spontan. Da muss ja, ich wirklich sagen, Chapeau. Danke. Haben Sie hier auch Freunde an diesem Set oder ist es mehr so Business-Casual, kollegenmäßig? Also grundsätzlich ist das eher so eine Business-Geschichte hier. Man kennt sich aber. Ja, man kennt sich. Das Ding ist, ich verwechsel das oft. Ich denke dann immer, die Leute sind meine Freunde. Mhm. Aber alles fake beim Film. Alles fake. Sobald ich hier aus der Tür gehe, kennen Sie mich nicht mehr. Kennen Sie dich nicht wenn mehr. Ich euch versuche auf der Straße zu grüßen, unten in Bayerisch Zell, da kriege ich keine Antwort. Hm. Da habe ich auch schon das ein oder andere Tränchen verdrückt. Aber heimlich. Danke, sehr schön. So gefährlich. Peace, Leute. Mein Dreh ist vorbei. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich glaube, noch eine Roomtour brauche ich euch von dieser Bude hier nicht geben. Die kennen wir mittlerweile alle. Ich kriege ja jedes Mal
wieder dieselbe, wenn ich hier bin. Und ich liebe diesen Ausblick. Ich kann mich wirklich absolut nicht satt an diesem Ausblick sehen. Aber man erkennt jetzt nicht... Doch, jetzt langsam erkennt man. Es ist wirklich so wunderschön süß hier. Ich liebe Bayerische Zell einfach dafür. Es ist zwar absolut am Arsch der Welt und ich brauche 10 Jahre, bis ich hier bin. Aber sobald man da ist, lohnt es sich dann irgendwie doch. Ich habe überlegt, ich mache mir jetzt was zu essen. Ich mache mir jetzt Abendessen, auch wenn es erst... Ah, nee. Oh, es ist schon 17.50 Uhr. Ja, dann passt das ja perfekt, Leute. Ich war gerade nach dem Dreh noch kurz im Supermarkt und habe mir Nudeln gekauft. Ich habe richtig, richtig Bock auf Nudeln mit Feta und Lauchzwiebeln und Tomate und irgendwie so Zeug. Ich habe mir nämlich auch noch Lauchzwiebeln gekauft. Feta-Käse. Ich hatte noch ein paar Tomaten. Dachte, ich habe mehr, aber egal. Und ja, ich wollte eigentlich Paprika benutzen, aber die ist anscheinend schlecht geworden übers Wochenende. Von daher benutze ich die wohl nicht mehr. So, Feta ist mit drin. Alles vermixt. Ich mache jetzt noch ein bisschen Nudelwasser rein. Ein bisschen viel Obst. Und jetzt wird die Suppe hier gekocht. Man sieht nichts mehr. Cool. War nett mit euch. Wisst ihr, was wirklich das Allerschlimmste ist? Wenn man sich Nudeln macht und die Nudeln dann so mit in die Soße packt und aus Versehen zu viele Nudeln für die Soße macht. Weil ich liebe Soße und bei mir muss immer eine Übermenge an Soße bei sein und weniger Nudeln. Und wenn es andersrum ist, dann bin ich richtig traurig, weil dann schmeckt man von der Soße nichts mehr. Und dann hat alles einfach überhaupt gar keinen Sinn gehabt. Boah, diese Sonne geht mir aus auf den Keks. Und jetzt richte ich das an und werde mal probieren, was ich da so gezaubert habe. So, ich setze mich jetzt auf den Balkon mit meinen Nudeln. So sieht das Ganze jetzt im Endeffekt aus. Es ist ein bisschen weniger lauchlastig geworden, als ich wollte. Also eigentlich wollte ich, dass das so eine Feta-Lauchsoße wird. Aber ich glaube, dafür hätte ich dann richtigen Lauch nehmen müssen. Ich bin übrigens gerade am Videoschneiden hier auf dem Balkon. Also dafür hätte ich Lauch nehmen müssen und keine Frühlingszwiebeln. Das war nicht so schlau. Guten Appetit. Nee, habe ich gut gemacht. Ist geil. Mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Kleines Update, Leute. Ich sitze mittlerweile mit einer Snackportion mit extra Feta und Hummus, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt, aber extrem geil ist, im Bett und schaue koreanische Kochvideos. Hier ist so eine YouTuberin, die hat ein eigenes Restaurant aufgemacht und die machen richtig, richtig cooles Essen. Und die sind da gerade am neue Rezepte entwickeln und das finde ich so spannend. Dementsprechend habe ich mein YouTube-Video schneiden unterbrochen, weil ich irgendwie keinen Kopf mehr hatte. Da ich mal wieder vergessen habe, ein Outro zu filmen, mache ich das jetzt. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich habe euch ganz doll lieb. Ich bin nur halb geschminkt. Da oben ist der fetteste Pickel meines Lebens, den... Man erkennt gar nicht, was das für eine Beule ist gerade, oder? Obwohl doch, das ist die größte Beule, die ich jemals hatte. Wünscht mir Glück, dass der sich irgendwann mal wieder verabschiedet. Der chillt nämlich schon eine Woche mit mir. Naja, okay, tschüss.